Der kleine Lord Stahlricky Schröder, Familiendrama. Als kleiner süßer Blondschopf verzaubert Ricky Schröder, 47, jedes Jahr in der Weihnachtszeit im Film Der kleine Lord ein Millionenpublikum. Auf dem Fernsehbildschirm wird er zwar für immer der kleine Junge bleiben, im realen Leben ist er heute jedoch schon ein gestandener Mann und selbst Vater von 4 Kindern. Wie er jetzt verrät, hat er vor allem um seine beiden Töchter große Angst. Denn die wollen anscheinend in Papas Fußstapfen treten und selbst Teil des Showbusiness werden. Ricky kennt die Schattenseiten des Ruhms und will seine Kinder davor bewahren. Bei seinen beiden Söhnen ist ihm das schon gelungen, sie arbeiten lieber hinter der Kamera und unterstützen ihren Vater bei seinen Filmprojekten. Seine Töchter Kampri, 20, und Veit, 15, hingegen träumen von einer Karriere als Model und Schauspielerin. Gegen Rickys Willen nehmen die beiden bereits erste Aufträge an und posieren in knappen Bikinis vor der Kamera. Seine Ex-Frau Andrea unterstützt die Ambitionen der gemeinsamen Töchter. Ricky fühlt sich dadurch machtlos. Ich mache mir große Sorgen um meine Töchter, so der Schauspieler. Vor allem fürchtet er, dass auch sie Opfer sexueller Belästigung werden. Aktuell gestehen schließlich immer mehr Schauspielerinnen und Models, dass sie von Produzenten sexuell erniedrigt wurden. Niemand sollte sich an meinen Kindern vergreifen. Ich kann dann für nichts garantieren, warnt der besorgte Familienvater.